14 tote Frauen im polnischen Katowice. 3 tote Kinder in Brandenburg. Mordserien im Sozialismus. Und wie sie aufgeklärt wurden. Jetzt in der MDR-Zeitreise. Ein Serientäter ermordet kleine Jungs im Nordosten Brandenburgs. Wer ist dieser Mensch, der missbraucht und tötet? Um Morde im Sozialismus geht es heute in der MDR-Zeitreise. Herzlich willkommen. Fast 3 Jahre lang trieb er hier nahe der Kleinstadt Eberswalde sein Unwesen. Erwin Hagedorn ermordete Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre 3 Jungen. Entsetzliche Verbrechen, von denen die Bevölkerung möglichst wenig mitbekommen sollte. Denn dass jemand wegen sexueller Triebe mordet, passte nicht ins Bild vom sozialistischen Menschen. Der Fall Hagedorn diente als Vorlage für das damals noch junge Fernsehformat Polizeiruf 110. Die Macher konnten dafür sogar streng geheime Aufnahmen der Staatssicherheit einsehen. Die hatte die Verhöre mit Hagedorn gefilmt und mit ihm die Morde nachgestellt. Die folgende Tatrekonstruktion wurde mit dem Beschuldigten Erwin Hagedorn und mit Kindern, die den Tatopfern ähnlich sind, beziehungsweise mit einer Puppe durchgeführt. Was geschah an der Lichtung? Nachdem ich mit den größeren Jungen die Lichtung erreicht hatte, drehte ich mich zu ihm um und forderte ihn auf, er solle seine Hosen herunterziehen. Er antwortete mir mit Nein. Daraufhin zog ich das Messer, was ich bei mir führte, und forderte ihn nochmals auf, dieses zu machen. Er antwortete wieder Nein. Daraufhin streckte ich meinen rechten Arm aus und stach den Jungen in die Herzgegend. Diese Filmaufnahmen der Staatssicherheit waren nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Doch für die Entwicklung eines Fernsehkrimis bekamen die Drehbuchautoren sie 1972 zu sehen. Fassungslos, fassungslos. Was geht im Kopf eines solchen Jungen vor? Also wenn man so will, die Abgründe von einer Seelenlandschaft. Abgründe, mit denen es Eberhard Görner damals eher zufällig zu tun bekam. Er wurde unerwartet Teil des Teams rund um die Krimireihe Polizeiruf 110, war quasi noch grün hinter den Ohren. Der Bereich dramatische Kunst hatte damals für so eine Abteilung, Polizeiruf 110, einfach keine Leute. So. Und ich war damals freischaffender Regieassistent. Und die haben mich gefragt, ob ich da das mit aufbaue. Und das fand ich natürlich spannend. Ich hatte von Kriminalfilmen keine Ahnung, außer denen, die ich im Kino gesehen habe. Die Krimireihe gab es gerade ein Jahr. Und sie spiegelte oft Fälle, die auch in der DDR vorkamen. Einbrüche, Überfälle, Mord im Affekt. Für die Umsetzung gewährten die Behörden Einblick in Ermittlungen. Doch die Themen Kindesmord und Pädophilie wurden bis dahin großzügig umschifft. Onkel! Onkel! Dieser Polizeiruf 110 mit dem Titel Minuten zu spät von 1972 hatte zwar das Motiv Kindesmissbrauch, aber er endete harmlos. Dem Kind passierte nichts. Der Täter wurde geschnappt. Das sollte nun anders sein. Weil ich wollte, dass mit so einer Figur wie dem Hagedorn das Fernsehpublikum gewarnt wird. Ich wollte mit dieser Geschichte eine Warntafel aufstellen. Also anders kann ich es gar nicht sagen. Es sollte eine Warntafel sein. Und das Ministerium des Innern, die Hauptabteilung Kriminalpolizei, die waren sehr daran interessiert, dass diese Warntafel aufgestellt wird. Sie erlaubten der Filmcrew sogar den Besuch des Gefängnisses in Waldheim, in dem pädophile Täter saßen, die über ihre Motive sprachen. Über ein Jahr lang recherchierte Eberhard Görner in einer Welt, die er so real wie möglich im Film umsetzen wollte. Doch sein Ringen um Präzision stieß bei Ministerium und Staatssicherheit irgendwann nicht mehr auf Gegenliebe.
Also das ist das Schlimmste, was einem Dramaturgen und einem Autoren passieren kann, wenn sie ein gutes Skript entwickelt haben und dann kommen so Wünsche, Änderungen, Sorgen und man merkt, das geht nicht um das Grundsätzliche, sondern da soll irgendetwas verändert werden, von dem man nicht weiß, warum. So wie Hagedorn vorgegangen war, sein Wesen, sein Alter, die Zahl seiner Opfer, das sollte im Film völlig anders sein. Heraus kam dann auch ein Drehbuch, das wenig mit der Realität zu tun hatte. Der Täter im Film war nicht 19, sondern über 40. Wollt ihr ein paar Kekse? Gerne. Ja. So, nun Petri heil und mach mal, dass er wegkommt, sonst fangt ihr nicht viele Jungs. Vielen Dank, Herr Fischer. Ja, danke für Ihre Hilfe. Red mal nicht so viel. Der Mord passierte im Affekt und nicht, weil der Täter pädophil war. Doch selbst diese Variante wurde den Behörden zu heiß. Der Film wurde verboten. Auch ein Schock für die inzwischen verstorbene Drehbuchautorin Dorothea Kleine. In ihren Erinnerungen schreibt sie darüber. Irgendwann fuhr ein Auto mit Berliner Nummer vor. Ihm entstieg der hochgewachsene, stets gut gelaunte, fröhliche Dramaturg Eberhard Görner. Fröhlich war er gerade nicht, eher niedergeschlagen und betroffen, aber ich freute mich, ihn zu sehen. Er dämpfte meine Freude und sagte, was meinst du wohl, weshalb ich hier bin? Und Dorothea Kleine antwortete, wir kriegen die goldene Kamera. Und ich sagte, die kriegen wir nicht, unser Film ist verboten. Die Betroffenheit, dass so ein Film nicht gesendet wird und die Macher keine Informationen bekommen, warum. Das hängt sozusagen dann wie so ein Drama da, auch über so eine ganze Reihe. Wann kommt sozusagen der nächste Film, der auch nicht gesendet wird und die Macher kriegen keine Informationen? Erst nach vielen Jahren kam heraus, das Verbot hatte mit dem Fall des Kindesmörders Jürgen Bartsch aus der Bundesrepublik zu tun. Der Stollen verhalf der rheinländischen Stadt Langenberg zu einer traurigen Berühmtheit. In ihm entdeckten am Montag Polizeibeamte die Überreste von 4 Kindesleichen. Am Dienstag verhaftete man den 19-jährigen Metzgergesellen Jürgen Bartsch aus Langenberg, der nach mehrstündigem Verhör gestand, die 4 Kinder getötet zu haben. An dem Fall hatten sich westdeutsche Journalisten festgebissen und zettelten eine Diskussion an um Strafmaß und Kastration. Dabei stocherten sie auch in der Story von Hagedorn in der DDR, prangerten an, dass er zum Tode verurteilt worden war. Das Drehmaterial des Polizeiruf 110 sollte im Zuge des Verbots auch vernichtet werden. Aber es überstand die Zeit aus ungeklärten Gründen. Genosse Oberleutnant, wir haben ihn gefunden. Tot? 2011 wurde der Polizeiruf vom MDR neu synchronisiert und schließlich gesendet. Eine späte Genugtuung. Und er hat dann doch das Licht sozusagen der Zuschauer erreicht und ist, wenn man so will, hat fast einen Sonderstatus inzwischen. Dann würden wir ja nicht hier sitzen. Erwin Hagedorn wurde am 15. September 1972 in Leipzig hingerichtet. Laut Urteil hatte der Serienmörder aus der Gesellschaft zu verschwinden. Schließlich stellte seine Existenz das Bild vom neuen sozialistischen Menschen radikal in Frage. Gleichzeitig jedoch, und das nennt man wohl Ironie der Geschichte, hat dieser Fall die Kriminalistik der DDR revolutioniert. Denn während der zweijährigen fieberhaften Suche nach dem Täter kamen erstmals Methoden zum Einsatz, die heute mit dem Begriff Profiling verbunden werden. Wo und wie diese Methoden genutzt wurden, unter anderem dieser Frage, ist unsere Autorin Magdalena Gewusch-Palukat nachgegangen. Ein halbes Jahrhundert ist seit Erwin Hagedorns Mordserie vergangen. Doch der Schauplatz seiner Verbrechen, die Gegend um die Waldparkstraße, hat sich wenig verändert.
Von hier aus zogen die Kinder des sogenannten Westend-Viertels von Eberswalde los, um im angrenzenden Waldgebiet Buden zu bauen und auf illegalen Müllkippen nach Schätzen zu suchen. Und hier hat Erwin Hagedorn seine Opfer auch aufgespürt. Doch all das wussten die Ermittler zu Anfang nicht. Es gab praktisch keine Hinweise am Tatort, die halfen, den Mörder aufzuspüren. Keine Tatwaffe, keine Blutrückstände, Fingerabdrücke, nichts. Was es gab, waren nur die grausam zugerichteten Leichen. Und abgeleitet davon Vermutungen, was hinter den vielen Stichverletzungen stecken könnte. Aufgrund der im Wesentlichen einheitlichen Begehungsweise und des aus ihr ableitbaren Motivs konnte die Täterversion ein und desselben Lustmörders, und zwar eines homosexuell-pädophilen Sadisten, aufgestellt werden. Lutz Behlitz, einer der erfahrensten deutschen Kriminalpsychologen, kann erklären, was es mit dieser Täterversion auf sich hat. Also das Motiv ist sowohl vom Psychiater als auch der Gerichtsmedizinerin vermutet worden als Lustmord. Das heißt einfach die Freude daran, jemanden zu töten. Wie kann man darauf, dass es um eine Sexualtat geht? Die Art und Weise der Tatmittel, wie er das benutzt hat, spielte offensichtlich bei ihm das Messer eine große Rolle. Messertypen und die Art und Weise, wie sie zur Anwendung kommen, das alles kann wertvolle Rückschlüsse liefern. Und sie, Christiane Kerde, damals eine Koryphäe der Gerichtsmedizin, hat als erste aus den Verletzungsmustern auf ein ganz bestimmtes Täterprofil geschlossen. Die Wunden zeigten, dass dieser Mörder über Erfahrung im Töten mit dem Messer verfügt. Und er quälte seine Opfer bewusst lange. In dem Zusammenhang spielt Blut eine große Rolle, deswegen also der Lustmord mit Verbluten, was dem Täter Erleichterung erschaffte und wahrscheinlich auch einen Orgasmus, also eine Ejakulation, verursacht hat. Und das ist dann also wie eine Sucht, ein Motiv, was immer wiederholt werden muss. Und das ist der Grund für die Serialität dieser Handlung dann. Es waren erste klare Indizien, an die sich die Ermittler heften. Doch wie einem unbekannten Sadisten mit Tötungspraxis auf die Spur kommen? In Schlachtbetrieben und Großküchen der Umgebung arbeiteten unzählige Menschen. Einer von ihnen, Tatsache, Erwin Hagedorn. Als Koch, so gaben seine Kollegen später zu Protokoll, war er nicht zu gebrauchen. Außer zum Schlachten. Symptomatisch, findet Lutz Behlitz, mit Blick auf die späteren Lustmorde Hagedorns. Die Motivation zur Entwicklung einer solchen Fantasie, einer Lustfantasie, braucht etwas längere Zeit. Und hier bei Erwin Hagedorn war es so, dass die Kollegen sich in Fällen, wo er Karpfen geschlachtet hat, gewundert haben, wie er die Karpfen geschlachtet hat. Offensichtlich in auffälliger Weise. Das ist zum Beispiel Tiere zu töten oder zu quälen im Vorfeld einer solchen Fantasie, eines Lustmordes. Zu sehen, wenn das nicht mehr ausreicht, dann wird das übertragen auf Menschen und dann tatsächlich also die für ihn wichtige orgasmische Erlösung dann zu finden. Ja? Lust zu haben, zu töten. Zum Zeitpunkt der ersten Ermittlungen allerdings war Erwin Hagedorn noch minderjährig. Und seine Ticks, auch seine Fixierung auf Messer, wurden in der Metropa-Küche als pubertär abgetan. Niemand schöpfte Verdacht. Über ganze 2 Jahre zogen sich die Ermittlungen so weiterhin, ohne heiße Spur. Bis die Kriminalisten in ihrer Not ein Experiment wagten. Sie baten die besten Forensiker des Landes, sich die Akten im Fall noch einmal genau anzuschauen. Eine Pionierarbeit auf dem Gebiet der kriminalistischen Fallanalyse. Denn tatsächlich entdeckte das Team um den Psychiatrieprofessor Hans Schäftschick das entscheidende ermittlungstaktische Detail. Der Täter in Eberswalde hat Kontakt versucht zu knüpfen. Er hat die Kinder angesprochen, versucht sie unter Kontrolle zu kriegen. Der Chef der Eberswalder Klinik seinerzeit, Barilla, sagte also, dieses Kontaktverhalten, was der Täter hier versucht, also in die Tat umzusetzen, ist schwer.
durchzuhalten, weil es da möglicherweise viele Begegnungen gibt, die also nicht in seinem Sinne zum Erfolg führen. Und daraus resultierte die taktische Idee, die Altersgruppe von 7- bis 14-Jährigen in dem Zusammenhang einfach mal massenhaft zu befragen. Einer von ihnen ist der damals 12-jährige Andreas Kittel. Er war Hagedorn begegnet. Niemals zuvor hatte er es jemandem erzählt. Seine Begegnung mit dem Triebtäter geschah ein halbes Jahr vor dem ersten Mord. Wir waren tief im Wald und es war abrupt auf einmal. Ja, abrupt stehen geblieben und dann ging es so schnell. Also da hat man nicht so schnell gemerkt, ich habe einen Schlag abgekriegt und bin zu Boden gegangen. Und ich ganz am Boden gelegen habe, hat ein Messer so neben Hals so hier drin gehauen in Schnee. Und dann hat er gesagt, ich soll mal ruhig halten. Und dann hat er angefangen, an mir rumzuspielen. Ja. Und jedenfalls war ich dann nachher zufrieden, wie er aufgehört hat. Nachdem Andreas diese Aussage zu Protokoll gab, wurden ihm noch am gleichen Tag Passbilder der Bewohner des Viertels vorgelegt. Er identifizierte dabei Erwin Hagedorn eindeutig als Täter. Bereits bei seiner Verhaftung gab der nunmehr 19-Jährige seine Taten zu. Nur das Motiv hielt er zurück. Ich setzte ihn mit kleinen, nicht allzu tiefen Messerstichen, die aber in kurzen Abständen folgten, Schmerzen zu. Er wollte versuchen, mit der Demonstration von Ehrlichkeit und Offenheit erstmal auf die Tatabläufe hinzuweisen. Ja, und dann ist es erst nach längerer Vernehmung gelungen, dass er dann zugegeben hat, dass er in der Situation, als die Opfer starben, Orgasmus gehabt habe. Das war sozusagen der Höhepunkt seiner Offenheit und Ehrlichkeit. Aber wahrscheinlich in der Hoffnung, Gnade zu finden. Für die damalige Zeit waren das fundamental neue Erkenntnisse und Herangehensweisen. Entsprechend groß war die Skepsis gestandener Kriminalisten. Auch im Nachbarland Polen war das nicht anders. Bis eine Mordserie im Katowicer Kohlerevier alle bisherigen Verbrechen auf grausame Weise in den Schatten stellte. Er schlug in der Dunkelheit zu. In den 1960er Jahren wurden nahe Katowice 14 Frauen brutal ermordet. 5 schwer verletzt. Ganz in der Nähe der Tatorte ist Magdalena Gwuszcz-Palukat aufgewachsen. Unweit ihres späteren Elternhauses ereignete sich die Mordserie, die jahrelang die Region in Atem hielt. Ein Verbrechen, das offiziell als aufgeklärt gilt. Doch inzwischen gibt es Zweifel. Wer war wirklich der Täter, den die Öffentlichkeit nur Vampir nannte? Das Muster der Morde war immer gleich. Die Frauen hatten nicht die geringste Chance. Sie wurden überfallen, aber nicht vergewaltigt. Der Journalist Przemysław Semczuk hat sich schon vor Jahren an diesen Fall geheftet und kennt alle Details der Ermittlungen. Präzise erklärt er, wie der Vampir vorging. Er attackierte von hinten und es waren immer mehrere Schläge. Auch wenn er bereits sicher war, dass das Opfer nicht überleben wird, schlug er weiter zu. Gegenüber den Bewohnern der Region versuchte man die Mordserie zu vertuschen. Ein Serienmörder, nicht im Sozialismus. Doch es fiel immer schwerer, die Geschichte geheim zu halten. Gegen Abend leerten sich die Straßen, Angst ging um. Das Leben im selbsternannten Arbeiter- und Bauernparadies war plötzlich durch die Hand eines einzigen Menschen aus allen Fugen. Trotz pausenlosem Einsatz von Sondereinheiten der Miliz wollte sich kein Gefühl der Sicherheit mehr einstellen. Und dann wurde eine 18-Jährige ermordet. Den Namen des Opfers kannte jeder in der Region, Jolanta Gierek, die Nichte des Parteichefs von Katowice.
Mit dieser Tat drang der Mörder bis ins Innerste der Nomenklatura vor. In der Logik der Funktionäre konnte das nur eines heißen: Der Täter wollte mehr als nur morden, eher gezielt Unruhe stiften. Die Jagd auf den Staatsfeind war eröffnet. Schluss mit der Geheimhaltung. 1968 kam man auf die Idee, eine Belohnung in Höhe von 1 Million Swati zu zahlen. Für einen Hinweis, wer der Täter ist. Das war unheimlich viel Geld damals. Dafür konnte man sich einige Häuser kaufen. Und das hat dann die Fantasie der Leute beflügelt. Es kamen zigtausende Denunziantenbriefe. Doch die Ermittlungsarbeit erstickte förmlich unter der neuen Flut an Informationen. Neue Erkenntnisse kamen aber nicht heraus. Die Suche steckte ergebnislos fest. Erst als der US-Amerikaner James Brussell hinzugezogen wurde, kam wieder Bewegung in die Sache. Brussell war Begründer der heute als Profiling bekannten Fallanalyse. Das war unglaublich, dass ein Amerikaner anreiste, um diesen Fall zu bewerten. Einige Jahre später in der Sowjetunion wollten sich die Ermittler auch mit amerikanischen Experten vom FBI konsultieren, aber die Sowjetspitze lehnte diese Bitte ab mit der Begründung, in der Sowjetunion gäbe es keine Serienmörder, da solche Dinge nur im verfaulten Kapitalismus geschehen. Brussell, so erklären Experten, ging bei seiner Arbeit sehr intuitiv vor. Er studierte die Tatmuster und suchte darin nach Anzeichen für eine psychische Deformation. Doch gegenüber seiner Methode machte sich bei den Behörden schnell Skepsis breit. Beim Vampirfall kam er zum Ergebnis, dass es sich beim Täter um einen paranoiden Schizophreniker handelt. Seine Expertise hatte dann aber keinen Einfluss auf die Ermittlung, weil man die kulturellen Unterschiede zwischen den USA und Polen für zu groß hielt, um die Ergebnisse auf die hiesigen Gegebenheiten übertragen zu können. Aber wieso? Sie wussten doch, dass er aus einem anderen Kulturkreis kommt. Unsere Experten hatten einfach eine andere Sicht, was die Eigenschaften des Vampirs betrifft. Denn dass ein Täter wie dieser aus der Mitte der Gesellschaft kommen soll, schien abwegig. Doch genau davon ging Brussell aus. Er tippte beim Vampir auf einen intelligenten Facharbeiter, gebildet und gewissenhaft. Nur eben im letzten Stadium der Schizophrenie. Vielleicht sei er ein Einzelgänger, aber ganz bestimmt nicht notorisch kriminell oder gar asozial. Was interessant ist, diese Täterhypothese kommt nicht in die Akten. Nur im Institut für Nationales Gedenken findet sich eine Notiz vom Treffen eines der Offiziere mit James Brussell. Darin steht, dass ein vollständiger Bericht noch übermittelt werden soll. Dieser Bericht fehlt. Der Verdacht liegt nahe. Hatten die Ermittlungen vielleicht von Beginn an einen blinden Fleck? Wurden mögliche Tatverdächtige vielleicht aus ideologischen Gründen ausgeschlossen, weil man sich einfach nicht vorstellen konnte, dass sie der Vampir sind? Dann Anfang 1972 der Paukenschlag. Stolz verkündet die Staatsanwaltschaft eine Festnahme. Ganz sicher sei dieser Mann der Vampir. Zdzisław Marchwicki. Seine Frau zeigte ihn wegen brutaler sexueller Praktiken an. Zudem war er Nachbar des allerersten Opfers, geriet mehrmals in Konflikt mit dem Gesetz. Vom leitenden Staatsanwalt, filmisch in Szene gesetzt, begann ein absurdes Spiel der Macht. Eigentlich konnte zuvor niemand die Gestalt des Vampirs beschreiben, doch nun wird er plötzlich erkannt. Wenn Sie den Mann erkennen, sagen Sie bitte, welcher ist es denn? Der zweite von dieser Seite. Zweiter von dieser Seite, ja? Ja. Die Beweisaufnahme, eine Farce. Das Mikrofon stand bereits vor dem noch zu Identifizierenden. Statt harter Beweise gab es nur wenige Indizien. Czesław Marchwicki wurde in der Nähe einiger Tatorte gesehen. Dass das bereits reicht für eine Verurteilung, bezweifelten selbstgestandene Kriminalisten. Einige der Ermittler glaubten nicht daran, dass der Mann, der festgenommen wurde, der Vampir ist.
Sie wurden sofort in andere Einheiten im ganzen Land versetzt. Niemand, so scheint es, durfte dem großen Prozess im Wege stehen, zu dem es 1975 nach 3 Jahren Beweisaufnahme kam. Bis zu 500 Menschen fanden sich an den Verhandlungstagen ein. Zdzisław Machwicki wurde nicht allein der Prozess gemacht. Auf der Anklagebank saßen weitere Mitglieder seiner Familie. Mindestens beim letzten Mord, so die Anklage, sollen ihm seine Brüder assistiert haben. Dass einer von ihnen homosexuell war, wurde im katholischen Polen an den Pranger gestellt. Später wird ein Richter zugeben, dass es darum ging, das Gesamtbild des Bösen in dieser Familie zu zeigen. Ihnen war allen bewusst, dass sie mit ihm in den Abgrund fallen werden. Die Zeitungen berichteten eifrig. Die Fotografen hielten das Gesicht eines Mannes fest, das immer dürrer und ausdrucksloser wirkte. Zdzisław Machwicki war ein idealer Sündenbock. Ein einfacher Mensch, dem ein ganzes System gegenübergestellt wurde. Am Anfang dachte er sich, gut, ich gebe alles zu, es wird ja sowieso gleich klargestellt. Der Richter wird sagen, dass es alles nicht stimmt, dass ich es nicht getan habe. Aber als er immer mehr in die Enge getrieben wurde, wurde er immer schwächer, hatte keine Kraft, sich zu verteidigen. Bis ihm alles gleichgültig war. Und dann 1975 das Urteil. Urteil im Namen der Volksrepublik Polen am 28. Juli 1975. Das Gericht erkennt den Angeklagten Zdzisław Machwicki für schuldig der in der Anklageschrift beschriebenen Taten und bestraft ihn für jede dieser Taten mit dem Tod. Der Angeklagte Zdzisław Machwicki hat sich durch die Begehung von 19 Morden und Mordversuchen selbst aus der Gesellschaft entfernt. In der Gesellschaft und in der Nation darf es für ihn keinen Platz geben. Mieczysław Hruczyk hat den Prozess damals die ganze Zeit beobachtet und durfte auch mit dem Verurteilten sprechen. Er filmte ihn in seiner Gefängniszelle, wo Machwicki auf seine Hinrichtung wartete. Dann fragte ich ihn, wieso haben Sie immer alles gestanden? Und er antwortete, mir war alles egal. Ich würde sogar aussagen, dass ich auf den Mond geflogen bin. Alles war mir egal. 1977 wurde Zdzisław Machwicki gehängt. Die Mordserie hatte bereits 2 Jahre vor seiner Festnahme geendet. Bis heute wurde das Urteil von 1975 nie überprüft. Und bis heute hält der damals leitende Staatsanwalt daran fest, er habe auf jeden Fall den Richtigen überführt. Den ganzen Film zum Phantom und anderen Serientätern des Ostens finden Sie in der ARD-Mediathek. Und weitere Geschichtsthemen gibt es bei uns auch auf mdr.de Geschichte oder Sie besuchen unseren YouTube-Channel MDR Doc. Das war die MDR Zeitreise für heute. Ihnen einen schönen Abend. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Da geht's zurück in die 80er Jahre nach Erfurt. Dort schafften es Menschen mit erstaunlicher Kreativität, ihre Häuser vor dem Abriss zu bewahren. Bis dahin, tschüss.